Ich schaffe die Bilder im Hintergrund und damit verarbeite ich meine posttraumatischen Erlebnisse, die ich in mehreren Afghanistan-Einsätzen selber gewonnen habe. Mit der Videoinstallation im Hintergrund möchte ich durch die schnelle, hektische Bildbewegung die Aufnahme eines PTBS-geschädigten Soldaten von bestimmten Ereignissen, die dann fragmentiert im Hirn abgelagert sind und nicht immer mit der Realität übereinstimmen, und auch den Mix und Wechselspiel aus den Ereignissen darstellen und auch für gesunde Menschen sichtbar machen, wie dieser hektische Verlauf im Prinzip sich darstellt für den einsatzgeschädigten Soldaten. Ich bearbeite diese Bilder so, dass sie am Ende des Tages eine mögliche Situation aus dem Einsatzgebiet widerspiegeln. Und hier kann man ganz deutlich erkennen, dass diese Bilder vielleicht in Mali oder vielleicht in Afghanistan ihren Ursprung gefunden haben können. Und das ist von mir auch so beabsichtigt, dass die Bilder alle auf unsere Einsätze, die die Bundeswehr in den unterschiedlichen Ländern ausgeführt hat, auch damit zu verbinden sind. Ich bin heute dank meiner künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Thema soweit ganz gut wiederhergestellt. Mein Name ist Jörg Ahrens, ich bin Beauftragter des Bundesministeriums der Verteidigung für posttraumatische Belastungsstörungen und Einsatzgeschädigte. Eine Anlaufstelle, wo sie wahrgenommen werden, wo sie sich zu Hause und auch wohlfühlen. Das ist eigentlich für alle Veteraninnen und Veteranen wichtig. Das ist jetzt erstmal ein 3-jähriges Pilotprojekt, wo wir es ausprobieren im Sinne eines Flex-Store-Shops, mal eine Ansprechstelle möglichst zentral hier in Berlin in einer Premium-Lage anzubieten, mit einem niederschwelligen Zugang, ohne Passwechselverfahren, ohne großartige bürokratische Hürden, Berater und Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen. Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister der Verteidigung wird jetzt Frau Simtje Möller zu Ihnen sprechen. Bei uns würde man immer mit einem Moin anfangen, also Moin. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, sehr geehrte Frau Wehrbeauftragte, gerade noch in der Debatte gesehen, jetzt alle wie hier versammelt, sehr geehrter Herr Generalleutnant Laubenthal, wo sind Sie, Herr Stellvertreter des Generalinspekteurs, sehr geehrte Herren Generale, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Verbände, Kirchen, Interessen und Personalvertretung, sehr geehrter Herr Oberstleutnant Krause als Leiter des Veteranenbüros, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Soldatinnen und Soldaten und vor allem liebe Veteraninnen und Veteranen. Es ist mir eine große Freude, Sie hier alle so zahlreich begrüßen zu können. Mit einer so großen Resonanz hatten wir nicht gerechnet, aber ich freue mich wirklich, dass es hier, wenn ich das so sagen darf, so kuschelig geworden ist, weil es von 3 Dingen zeugt. Einmal von Ihrer Unterstützung für den Veteranengedanken und für die Veteraninnen und Veteranen und für die Bundeswehr an sich. Aber auch davon, dass wir uns in der Gesellschaft dem Veteranengedanken wieder nähern oder überhaupt nähern und damit auch Veteraninnen und Veteranen, die Bundeswehr wieder stärker in die Mitte der Gesellschaft rücken, da, wo sie herkommt und da, wo sie auch hingehört. Und Ihre Anwesenheit unterstreicht die Bedeutung dieses Moments, denn wir begehen ja, wenn man das so ausdrücken darf, einen Meilenstein in der Geschichte der Bundeswehr. Die Einweihung ist ein wirklich wichtiger Schritt in den Prozess der Etablierung des Veteranengedankens und der Veteranenkultur. Die Bundeswehr besteht seit 1956, also seit 68 Jahren nunmehr, und viele verschiedene Generationen der Bundesrepublik Deutschland haben in unterschiedlichsten sicherheitspolitischen Umständen tapfer und treu gedient. Eine Zeit, in der viel passiert ist: der Aufbau eines geteilten Deutschlands, das Wirtschaftswunder, der Kalte Krieg, die Wiedervereinigung, die Friedensdividende und nun die Zeiten. Wende. All dies mit Auswirkungen auf und Wandel innerhalb der Bundeswehr. Aber über die Jahrzehnte galt stets, dass der Diskurs über die Stellung der Bundeswehr in der Gesellschaft uns alle bewegt hat, aber gleichermaßen nicht wirklich mit der Bundeswehr bzw. mit den Veteraninnen und Veteranen geführt wurde. Es gab gewissermaßen, wenn ich das so ausdrücken darf, einen ungelenken Umgang mit Veteraninnen bzw. ja, haben wir wenige Veteraninnen, sondern vor allen Dingen Veteranen mit der Bundeswehr.
Das liegt sicherlich daran, dass die Prägung in dem Verhältnis von Bundeswehr und Gesellschaft durch die Weltkriege, durch den Nationalsozialismus dazu geführt hat, dass wir, wenn man es euphemistisch ausdrücken will, eine liebevolle Nichtbefassung mit Sicherheit und Sicherheitsakteuren gegeben hat. Oder auch, dass darüber eine Distanz zwischen Streitkräften und Gesellschaft aufgebaut wurde, beziehungsweise mit dem, was am Ende, am scharfen Ende stehen kann, nämlich auch mit Tod und mit militärischer Gewalt. Es verhinderte gewissermaßen eine innige Beziehung zwischen Gesellschaft und Bundeswehr. Verstärkt wird dies durch die Aussetzung der Wehrpflicht. Das wissen wir alle miteinander. Früher fand die Befassung mit Bundeswehr bzw. mit dem Dienst am Abendbrottisch statt, ob man es nun will oder nicht, ob man dienen möchte oder nicht, ob man sich befreien lassen möchte, ob man Ersatzdienst leisten will. Das alles findet nicht mehr statt. Und darüber ist das Band zwischen Bundeswehr und Gesellschaft noch etwas brüchiger geworden, als es bisher, als es so vielleicht vorher auch noch der Fall gewesen war. Gewissermaßen, wenn ich das auch so ausdrücken darf, wurde Bundeswehr bzw. der Sicherheitsgedanke outgesourced. Das war etwas, womit sich andere befasst haben. Es hat in dem gesellschaftlichen Diskurs, in den Alltagsgesprächen von Familien weniger eine Rolle gespielt. Und die Befassung damit, der gesellschaftliche Diskurs, hat es verdrängt. Soweit, dass ja nicht nur diejenigen, die in Einsätzen gedient haben, und manche ja auch mit ihrem Leib und auch ihrer psychischen Gesundheit einen Schaden genommen haben, dass nicht nur die in Vergessenheit gerieten, sondern sogar die Einsätze selbst. Denn wer unter uns, Hand aufs Herz, erinnert sich an UNOMIG, an Georgien, an UNME in Äthiopien und Eritrea, an UNAMIG in Kambodscha 91-92? Es hat 22 Jahre gedauert, bis wir die ersten Gefallenen, beispielsweise Verstorbene beim Hubschrauberabsturz, Abschuss gestorbenen Soldaten, beispielsweise Dr. Dieter Eising, mit der Benennung einer Kaserne geehrt haben. Etwas, was wir vorher nicht, was einfach in Vergessenheit geraten war. Dieser ungelenke Umgang mit Veteranen und Veteranen hielt aber auch mit den Einsätzen Afghanistan, Mali, auch Irak an. Veteranen und Veteranen, und daran sind wir uns ja einig, und das zeigen wir auch durch die Anwesenheit heute, wurden bisher nicht ausreichend gewertschätzt, ja nicht einmal ausreichend gesehen. Sie waren nicht Teil des Diskurses, der in der Mitte geführt wurde, obwohl sie aus der Mitte der Gesellschaft stammen, obwohl sie sich auch für das Allgemeinwohl, für das Gemeinwohl, für uns alle, also auch für die breite Mitte und die ganze Gesellschaft einsetzen. Und umso wichtiger war es, dass wir letztes Jahr die Invictus Games durchgeführt haben, um genau diese Menschen, die ihren Dienst getan haben, die treu und tapfer gedient haben und dabei Schaden genommen haben an Leib und Seele, dass wir die gefeiert haben. Mit einem so tollen sportlichen Event, das begeistert hat für das, was Soldatinnen und Soldaten tun, was sie leisten und was auch ihre Familie und ihre Freunde in der Lage sind zu tragen und zu ertragen. Dieses Momentum wollen wir nutzen. Mit der Legacy, an der der Beauftragte für Veteranenangelegenheiten, der Stellvertreter des Generalinspekteurs, besonders intensiv arbeitet, aber auch mit der Eröffnung dieses Veteranenbüros. Wir wollen damit auch das Band stärken, das brüchiger geworden ist, wie ich gerade ausgeführt habe, damit Sie, liebe Soldatinnen und Soldaten, liebe Veteranen und Veteranen, wieder Ihren rechtmäßigen Platz in unserer Mitte bekommen, erhalten und ihn auch einnehmen über die Dauer auch einer längeren Zeit als bisher. Es ist deshalb besonders gut, dass das Veteranenbüro hier in Berlin-Mitte eröffnet wird. Nirgendwo sonst, sondern in Berlin-Mitte, in der Mitte des politischen Berlins, in der Herzkammer der Demokratie, wenn ich das so ausdrücken darf, ist hier genau der richtige Ort, damit Sie in unserer Mitte stattfinden, damit hier ein Begegnungsort auch wird für die Gesellschaft, für den parlamentarischen Raum und für Veteranen und Veteranen und Sie hier auch einen Anlaufpunkt, einen sichtbaren Anlaufpunkt für Ihre Angelegenheiten haben. Es ist deshalb so wichtig, weil wir damit Ihre Sache würdigen. Auch, dass Sie bereit sind, Ihr Leben, Ihre Gesundheit einzusetzen, dass Ihre Familien bereit sind, Sie so lange vorzugeben, damit Sie bei der Bundeswehr dienen können, damit Sie die Sicherheit unseres Landes verteidigen und
Da kommt er schon, der Schlüssel. Wunderbar. Da können wir schon mal klatschen. Ne? Sieht ganz hervorragend aus. Es soll also ein Anlaufpunkt sein für Sie, für Ihre Sache, aber auch, damit man Sie und auch die Familien ausreichend würdigt. Ich möchte auch einen Dank ausrichten an all diejenigen, die hier sind, die sich seit vielen Jahren für die Veteranensache einsetzen, die sich auch jetzt, ich weiß, dass es im parlamentarischen Raum die intensive Beratung eines gemeinsamen Antrages gibt zum Veteranengedanken, zur Veteranenkultur. Und ich möchte Sie an dieser Stelle ermuntern, lassen Sie nicht nach in dieser Unterstützung, in dieser Zuwendung auch zu den Veteraninnen und Veteranen, denn die Sache braucht es und wir können dieses Momentum nutzen, tatsächlich um unsere Soldatinnen und Soldaten genau wieder in die Mitte der Gesellschaft zu rücken, da wo sie hingehören, da wo sie herkommen und da wo sie ihren festen Platz ganz richtig gefunden haben. In diesem Sinne, happy Eröffnung, Herr Krause, allzeit eine gute Hand damit und ich darf Ihnen jetzt, glaube ich, diesen wundervollen Schlüssel überreichen und ich habe schon gefrotzelt, ich möchte auf jeden Fall ein Stück abhaben, weil nämlich Protokoll dafür bekannt ist, wie hervorragend Sie backen können. Okay. Gut, ganz hervorragend. Dankeschön. Gut. Einen schönen guten Abend. Ich komme aber auch aus der Region, wo man auch Moin sagt, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Deswegen gibt es von mir auch ein Moin. Sehr geehrte Frau parlamentarische Staatssekretärin Möller, liebe Siemtje, jetzt würde ich am allerliebsten, ich glaube, dir ist es auch eben so gegangen, jeden Einzelnen und jede Einzelne hier namentlich begrüßen, weil ich mich auch riesig freue, dass der Raum so voll ist und Sie alle da sind. Deswegen mache ich das jetzt stellvertretend und ich sage, sehr geehrter Herr General Laubenthal, als Beauftragter für die Veteranenangelegenheiten, die Reservistenangelegenheiten und alle anderen, fühlen sich bitte mit angesprochen. Ich freue mich sehr, lieber Herr Militärbischof Dr. Fellenberg, dass Sie auch gekommen sind und lieber Herr Oberstleutnant Krause, auch Ihnen ein herzlicher Gruß von hier vorne. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Soldatinnen und Soldaten, was für ein schöner Anlass und mehr als angemessen, dass der Raum so gut gefüllt ist und Sie alle heute Abend gekommen sind. Das ist wirklich ein toller Anlass zu Beginn des Jahres. Ich finde das ein richtig guter Start in dieser schweren Zeit mit dieser schlechten Stimmung. Ich freue mich auch, dass so viele Abgeordnete des Deutschen Bundestages hergekommen sind und das entsprechend mit ihrer Anwesenheit auch würdigen und wertschätzen. Das ist wirklich ein wichtiger Schritt, die Eröffnung des Veteranenbüros hier an bester Adresse. Frau Staatssekretärin Möller hat das gesagt und ich bin auch ein kleines bisschen stolz. Ich war früher Abgeordnete von Berlin-Mitte und das Veteranenbüro könnte keinen besseren Platz haben als hier in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof in meinem ehemaligen Wahlkreis. Aber es ist, meine Damen und Herren, es ist wirklich ein schöner Fortschritt, dass wir jetzt dieses Veteranenbüro haben. Sie haben seit 1. Oktober die Aufgabe, Herr Oberstleutnant, das in Gang zu setzen. Und das wird eine wichtige, hier steht auch drauf, wozu es dienen soll, das wird eine wichtige und wertvolle Anlaufstelle sein. Das wird auch die Möglichkeit sein, konkrete Unterstützung zu geben. Ein Treffpunkt möge es sein, das würde ich mir jedenfalls sehr wünschen. Und dass hier ganz viel Kontakte geknüpft werden können, ganz viel Austausch stattfinden kann, ganz viel gute Gespräche geführt werden. Aber es soll auch dazu dienen und deswegen ist die Lage hier auch hervorragend, natürlich auch zu informieren über die Bundeswehr, über Veteranen, Veteraninnen, über die einzelnen Themen der Bundeswehr und auch eine Verbindung schaffen zur Gesellschaft und deswegen braucht man auch so eine prominente Lage, damit das Veteranenbüro auch erreicht wird und damit man kurze Wege hat. Und dazu gehört ja dann auch die Sichtbarkeit in der Gesellschaft. Frau Staatssekretärin Möller hat das ausgeführt. Ich muss das nicht wiederholen. Es ist auch ein Beitrag, die Bundeswehr, die Anliegen unserer Soldatinnen und Soldaten sichtbarer zu machen in der Gesellschaft. Dazu dient dieses Büro auch. Und es ist ein wirklich signifikanter Schritt auch auf dem Weg zu einer Veteranenkultur, die wir ja gemeinsam weiter gestalten wollen. Ich nenne nur mal Stichworte. Wir arbeiten ja noch intensiv dran, dass wir auch ein Veteranenheim vielleicht irgendwann mal haben, auch als weiteren Treffpunkt mit anderer Funktion. Im Bundestag wird gerade intensiv diskutiert über einen Veteranentag. Das ist ja auch gerade in der Debatte zwischen den Fraktionen. Sie wissen von mir, dass ich das auch begrüße, sofern das nicht nur Symbolik ist, sondern auch mit Leben gefüllt wird und damit auch etwas verbunden wird. Und ich weiß nicht, ob das an der Tagesordnung ist, aber wir
diskutieren ja auch immer mal wieder über den Veteranenbegriff, der ja ein sehr weiter ist, bewusst gewählt. Ja, aber Frau Staatssekretärin Möller hat es auch deutlich gemacht, was wir im Kopf haben, wenn wir über Veteranen und Veteraninnen sprechen. Insbesondere diejenigen auch, die in den Einsätzen waren und dort auch ihr Leben, ihre Gesundheit riskiert oder gar geopfert haben und nicht gesund zurückgekommen sind, die haben wir natürlich auch ganz besonders im Blick. Ich will die Debatte hier nicht eröffnen, aber sie gehört auch dazu und ich denke, sie wird auch weiter geführt werden. Im Deutschen Bundestag findet etwas ganz Wichtiges statt, was im Zusammenhang steht mit Veteraninnen und Veteranen, nämlich die Aufarbeitung des fast 20-jährigen Afghanistan-Einsatzes in Form eines Untersuchungsausschusses, der sich insbesondere mit dem Ende, mit der Evakuierungsoperation befasst, aber vor allen Dingen die Enquete-Kommission, wo ganz grundlegend die 20 Jahre in den Blick genommen werden. Und ich habe hier auch nochmal das Stichwort Mali aufgeschrieben auf meine Karteikarte. Wir müssen auch gemeinsam anschauen, wie war es mit den Zielen in Mali, was wollten wir dort erreicht, was haben wir nicht erreicht. Das ist für unsere Soldatinnen und Soldaten auch sehr wichtig, auch diesen langen 10 Jahre Einsatz mit 20.000 Soldatinnen und Soldaten, auch den in den Blick zu nehmen und zu gucken, was ist da gelungen und was nicht und welche Lehren ziehen wir daraus. Und ich habe ein anderes Stichwort noch notiert. Das Einsatzweiterverwendungsgesetz. Das ist auch sehr wichtig, dass wir das in dieser Legislaturperiode nicht nur evaluieren, sondern auch das, was wir als Ergebnisse aus der Evaluation dann bekommen, dass wir das auch so in Gesetzesform fassen, dass wir die Unterstützung unserer Soldatinnen und Soldaten, die gut ist, ja, wir haben vieles, was gut funktioniert, dass wir das auch da, wo das notwendig ist, noch weiter verbessern. Und ich denke, das ist der Auftrag auch jetzt. Ich wiederhole das nicht, was Frau Staatssekretärin Möller zu den Invictus Games gesagt hat, weil ich das alles 100% unterschreibe. Aber es ist heute auch noch mal ein Anlass zu sagen, die Invictus Games waren kein singuläres Ereignis, so toll wie sie waren, sondern unser gemeinsamer Auftrag ist auch, es immer wieder im Bewusstsein zu halten, was daraus folgt, wie es weitergehen muss, dass es eben nicht nur eine Woche war in Düsseldorf, die uns alle erfreut hat, sondern dass wir auch daraus Lehren ziehen und damit weitermachen. Ich ende mit Wünschen. Ich adressiere es jetzt mal an Sie, lieber Herr Oberstleutnant Krause. Ich wünsche dem Veteranenbüro ganz, ganz viele Besuche. Ich wünsche mir, dass das hier ein lebendiger Ort ist mit vielen Gesprächen, dass unsere Veteraninnen und Veteranen hier eine Anlaufstelle haben, wo sie innehalten können, wo sie Unterstützung bekommen, wo sie mal was loswerden können, wo sie gute Ideen platzieren können. Und ich wünsche mir einfach, dass das ein guter Ort wird. Und ich freue mich, wenn wir ganz viele Anlässe haben, erstens uns wiederzusehen, uns hier zu begegnen, zu treffen. Und ich werde bestimmt öfter mal vorbeikommen. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Abend. Ja, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Frau Wehrbeauftragte, ganz herzlichen Dank für Ihre wirklich einfühlsamen Grußworte. Und wir sind wirklich dankbar, dass wir unsere Arbeit jetzt hier in diesen Räumlichkeiten hier in der Mitte Berlin aufnehmen dürfen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen. Ich freue mich auch, dass Sie so zahlreich erschienen sind, denn das zeigt einerseits die Anerkennung und Wertschätzung gegenüber den Veteranen und Veteraninnen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt endlich hier mal gefühlte 20 Grad im Raum. Denn wie schon gesagt, wir sind seit circa 8-9 Tagen hier in diesen Räumlichkeiten eingezogen, aber die Heizung funktioniert seit einer Woche nicht. Daher freuen wir uns auf diesen Abend, wenn es ein bisschen kuschelig wird. Ich möchte jetzt keine Gäste besonders erwähnen, außer einen Kameraden, das ist der Haufwiesel Steingart. Und ich bin froh, dass er heute hier ist. Denn der liebe Kamerad Steingart hat dafür gesorgt, dass hier bei uns in den ersten Tagen nicht nur weiße Wände zu sehen sind, sondern auch mit seinem Gespür und seinem Talent Bilder hier an die Wand gebracht worden sind. Und er hat sein Gespür entwickelt für die digitale Kunst, das darf ich so sagen, in der Kunsttherapie, die ihm zur Bewältigung seiner posttraumatischen Belastungsstörung sehr geholfen hat. Wir freuen uns insbesondere, dass wir einige seiner Werke hier im Rahmen einer Dauerausstellung jetzt ausstellen dürfen. Und die Werke sind auch käuflich zu erwerben. Den Erlös möchte der Haufwiesel Steingart für die Therapiearbeit im Rahmen der Militärseelsorge für die im Einsatz verwundeten Kameradinnen und Kameraden verwenden. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Schön, dass Sie heute da sind. Ja, aber meine Damen und Herren, wer ist denn jetzt eigentlich das Veteranenbüro? Das sind insgesamt 8 Mitarbeiter, die ich Ihnen jetzt
ganz kurz mal vorstellen möchte. Mich haben Sie jetzt bereits schon kennengelernt. Das Moin ist mir auch nicht unbekannt als Zellenser und Niedersachse verwenden wir das natürlich auch. Zu meiner Seite steht Frau Oberstleutnant Sylvia Mehl. Die sehen Sie zweimal, nämlich einmal da auf dem Bild und hier ist sie leibhaftig. Der Kern des Veteranenbüros allerdings ist das Beraterteams, das unter der Führung von Regierungsoberinspektor Bastian Schaaf, gleichzeitig auch der Teamleiter, links in der Ecke, geführt wird. Und dazu gehören dann drei Berater, Hauptfeldwebel Hess, dann der Hauptfeldwebel Nikolaus Schaaf und ab 1. Februar auch heute bei uns schon der Hauptbootsmann Norman Kowalewski. Der hat heute zwar die falsche Uniform an, aber gehört zur Marine. Die administrativen Angelegenheiten werden bei uns durch den Kameraden Reik Baugatz, ein Beamter, erledigt. Und ich bin froh, dass ich auf die Erfahrung und tatkräftige Unterstützung von Herrn Staatsoberst Gärtner zurückgreifen kann, den wir bei den Gewictus Games für dieses Büro gewinnen konnten. Ganz herzlichen Dank. Vielleicht darf ich noch erwähnen, dass wir bei der Zusammensetzung des Teams darauf geachtet haben, dass wir alle Teilstreitkräfte und Uniformträgerbereiche berücksichtigt haben und dass wir eben nicht nur Soldaten und Soldatinnen sind, sondern eben auch Beamte. Ansonsten darf ich verweisen auf unsere Homepage, auf den QR-Code, wo Sie sicherlich dann auch noch die eine oder andere Information für Sie verfügbar sind. Nach der Indienststellung im vierten Quartal haben sich tatsächlich schon im Laufe des Bekanntheitsgrades die ersten Veteranen und Veteranen bei uns gemeldet. Und man merkt also, dass der Bedarf tatsächlich besteht, dass wir hier eine zentrale Ansprechstelle für das genannte Klientel haben. Wir stellen uns auf zunehmende Präsenztermine nach dieser Eröffnungsveranstaltung ein und werden sicherlich auch im zunehmenden Bekanntheitsgrad mehr und mehr Publikumsverkehr hier haben. Was wollen wir in der Zukunft machen? Wir werden im März oder ab März 2014 eine sogenannte Promotion-Tour machen. Das heißt, wir wollen bei Großveranstaltungen wie dem Bundeswehrtag, wie bei der Kieler Woche mit einem Messestand vertreten sein, um eben die Veteranenarbeit, das Veteranenbüro in die Öffentlichkeit zu bringen. In diesem Zusammenhang möchte ich der Gerberding-Stiftung und heute vertreten durch den Herrn Oberstaatsoffizier der Reserve Mike Hartley einen ganz herzlichen Dank für die Unterstützung der Promotion-Tour sagen. Was haben wir in der Zeit bis heute noch getan? Wir haben natürlich begonnen, mit den ganzen Verbänden, Organisationen, Vereinen, die in der Veteranenarbeit engagiert sind, Verbindung aufzunehmen und das bereits vorhandene Netzwerk entsprechend zu pflegen und sukzessive weiter aufzubauen. Ich lade Sie alle damit herzlich ein. Unser Büro ist offen für alle. Wir kümmern uns um die Veteranen und Veteranen der Bundeswehr. Das ist unsere zentrale Botschaft. Zum Abschluss ein ganz herzliches Danke ans BMVG-Protokoll und an das Gästecasino, die hier heute Abend die Veranstaltung ausrichten und uns nachher nochmal mit einem Buffet entsprechend beglücken. Sehr verehrte Gäste, meine Damen und Herren, Ihnen allen ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr zahlreiches Erscheinen zu dieser Feierstunde. Das tut uns richtig gut.